Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Star Wars Jedi Fallen Order. Okay, ich habe mittlerweile mein Schiff erreicht, bin am Weg hinein und da starten wir jetzt. Viel Spaß, es geht weiter. Das ist Grease. Hey Grease. Was ist das? Runter von meinem Sofa, runter von meinem Sofa. Geh weg, raus hier. Das ist BD-1, einer von uns. Ja, egal, zu wem er gehört. Hast du eine Ahnung, wie schwierig es ist, Ölflecken aus dem Sofa rauszukriegen? Motorgewebe ist empfindlich. Eigentlich nicht. Ich hoffe, du hast noch was Besseres gefunden als diesen Droiden. Komm runter, Grease. Das hat er. Leg los, Kerl. Das Gewölbe stammt von einer alten Zivilisation, den Sephon. Ein Jedi namens Ino Cordova hat irgendwas darin versteckt. Was hat er darin versteckt? Ein Holocron aus den Archiven. Es enthält eine Liste machtbegabter Kinder. Die nächste Generation der Jedi. Ich wusste es. Ach, Cordova, du alter Narr. Ihr kennt den Mann? Ja. Es ist ziemlich lange her. Ich war damals seine Schülerin. Cordova war ein Einzelgänger. Außer dem kleinen Druiden und mir weiß wahrscheinlich niemand von Bogano. Halt, Moment mal. Ein Holo, was? Holocron. Es speichert Informationen, aber nur Jedi haben Zugriff. Wartet kurz, ich glaube, ich habe eins hier. Nutze die Macht. Hier spricht Meister Obi-Wan Kenobi. Ich bedauere, berichten zu müssen, dass unser Jedi-Orden sowie die Republik gefallen sind. Mit dieser Liste von Machtbegabten könnten wir den Orden wieder aufbauen und das Imperium besiegen. Okay, kein Problem. Holen wir sie. Aber das Holocron ist tief im Gewölbe versteckt und wir müssen zuerst Cordovas Pfad folgen. Er hat was über den Planeten Datumir gesagt und über eine Sepho-Heimatwelt. Also gut, wohin fliegen wir? Ich frage nur, weil ich sonst was Schmackhaftes gebrutzelt hätte. Hör zu. Bevor es losgeht, muss ich noch was wissen. Warum seid ihr kein Jedi mehr? Ich hatte ein Erlebnis und sehe jetzt vieles anders. Darum habe ich mich von der Macht getrennt. Aber den Orden wollt ihr wieder aufbauen? Ich glaube, dass der Wiederaufbau des Ordens unsere beste Waffe gegen das Imperium sein wird. Und was glaubst du? Dass ich mich nicht ewig vor dem Imperium verstecken kann, also habe ich keine andere Wahl. Kerl, solange du lebst, wirst du immer eine Wahl haben. Seid ihr dabei? Seid dabei. Datumir oder Sepho, du hast die Wahl. Wiederaufbau des Ordens. Okay, wo fliegen wir hin? Sehen wir es uns an. Wie heißt der? Was? Datumir, okay. Achso, da sind wir jetzt, ne? Ja. Ja, und wie komme ich dort hin jetzt? Wie will ich da her? Nach Datumir. Ja, das ist sie. Thank you.
Na, schauen wir mal dort hin. Ich kann ja dann wieder zurück. Moment, ich soll nach Datomir? Jo. Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen dienten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha, klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith Lord hintergangen. Und am Ende war einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen... Die Schwestern der Nacht. Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner. Ja, hätten wir gern hingesetzt vorher schon. Ich bin vorsichtig. Schauen wir mal, was es da wieder gibt. Sekunde. Heißt das der Weg schon, oder? Okay, man kann da rauf und da runter. Da kann man auch. Das ist glaube ich wurscht, oder? Da oder dort. Na gut, gehen wir den da. Ja, halt sich nicht an. Okay. Kriege ich sicher Fähigkeit für das. Dann gehen wir hier. Glück haben wir da nicht gestanden. Ja. Was ist das für ein Ding? Es sieht nicht freundlich aus. Na super. Wie soll ihn da jetzt auf? Herrlich. Ups! Oh, gerutscht von mir. Oh, komm, ha! Oh. Ja! Scannen. Haben wir wieder in die Datenbank. Niederer Nüdak. Nüdag. Sehr schön. Okay, schauen wir mal, was da es gibt. Alles erkunden, dass ich keine Kiste oder so übersehe. Was? Wo rennst denn du hin? Oh, 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 alter Fuchs. Ja, ja, komm da. Platsch. Das ist ja kein Gift. Das ist aber auch nix, wie ich möchte das kennen. Das kenne ich noch nicht.
Wo bist denn, Bedenz? Ah, da bist du schon. Sehr schön. Wo bist du? Aha, da bleib ich. Geht schon, Scanner. Ah, da ist was. Eine Kapsel, was ist das? Bestattungskapseln. Okay. Was er nicht hinkriegt, Alter. So, Alter, was ist denn das? Da kommt sicher gleich ein Viech raus. Ich seh's mir an. Ups, voll der Glaube. Hm? Ah, kann ich nichts machen, gut. Aber da kommt sicher was raus. So wie mir das anschaut. Blatsch. So. Scannen. Ah, jetzt kann man scannen. Was ist das für Viech? Fluchrückenspinne, na ekelig. Giftigen Speichel ausführen, okay. Toxische Säure, ja, das haben wir gedacht. Dass das giftig ist, was da ausrinnt. So, wo geht's denn weiter? Ich komme da nicht rauf. Ah! So, geht der. Au! Au! Wo ist denn? Na, kommt her. Alter, der habe ich markiert. Drum kann ich nicht weg von der. Ausweichen, Alter. So, Platsch. Ja, die Säure tut mir was, ja. Ich hab mir sie denkt. Lebt unten noch was? Nein. Sind tot. Geht's da weiter? Na, da komme ich nicht drauf. Na, schauen wir da weiter. So, wo geht's da weiter? Sehr gute Frage. Oh, da bauen wir da einen Sackel. Oh, da sind ein paar Sackeln. Eieiei. Kann ich nicht weiter. Kann man da klettern? Ah, da! Mein Gott! Bin auch blind. Da geht's weiter. Ja, servus!
weg! So, was haben wir denn da? Was haben wir da drüben? Ja, da haben wir ja was für dich, BD1. Hey! Was ist es? Einen neuen BD1-Skin. Sehr schön, das schauen wir uns dann an. So, wo kommen wir mal? Da kommen wir aber nicht durch. Shit. Alles zerstören. Aber da keine Arena. Okay, dann probieren wir das. Und zu kurz. Noch einmal. Das habe ich auch noch nie gemacht, so um die Ecken rein. Moment. So. Ah, du musst doch laufen. Alter. Ja. So. Es wird schon, schön langsam. Eine Schwester der Nacht. Sie übt ihre Magie aus. Okay. Jetzt? Das war's. Okay, dann gehen wir wieder raus. Gut, dann war das nur das. Wo müssen wir weiter? Aber da kommen wir noch mehr? Ja. Nichts drinnen. Schon glaub, dass da irgendwas rauskommt. Okay. Wo geht's weiter? Da kann er nicht klettern. Ah, da oben, oder? Ja. Schön langsam, Kerl. Oh oh, da geht es. Habe ich schon zerstört, was da gibt. Also, da hätte ich auch mal kennen. Ehrlich, ja, ja, klar. Na, wurscht. Gibt's halt mehrere Wege. Sehr schön. So, komm her. Boah, Alter. Na komm. Oh. Die schießen auf mich, die Feiglinge. Lebt er noch? Ah, ihr solltet mich heilen, ha? Zack. Heile ich mich einmal. Schon gefährlich. Ich muss das jetzt irgendwann einmal speichern. Okay. Dann kann ich runter. Gut, aber wir schauen hier oben noch. Ob es da irgendwas gibt? Ja, natürlich. Was ist mit dir? Scannen, ja? Was gibt's da? Hm.
unheilvolle Statue. Sehr gut. Schauen wir darauf. Diese Frau waren wohl wirklich hier. Ungewöhnlich. Der Ort wirkt verlassen, aber... Oh mein Gott. War mit dir geschreckt. Was machst du hier? Jedi. Schwester der Nacht. Du musst eine Schwester der Nacht sein. Ich dachte, ihr wärt alle tot. Nicht alle. Datomir ist für dich verboten. Oh, los, ja. Verschwende. Naja, das geht leider nicht, aber vielleicht könnten wir einander helfen, weißt du? Oh, oh. Ruhig. Ich bin nicht dein Feind. Dein Handeln sagt etwas anderes. Warte, ich bin nicht hier. Wasche! Hm? Ach, Brüder, Gott. Hierher! Gib dir mehr Mühe, Spechtel! Feiger Jäger! Oh! Ein ordentlicher Alter, da ist sicher nichts! Oh. Ich brauch einen. Wo bleibt dein Können? Ach Gott. Ausweichen. Denkst du, du bist mir gewachsen? Sicher. Was ist das für ein Gefühl, Jedi? Ach, daneben. Nix daneben. Ich hab ihn getroffen! Wie braucht es nicht mehr? Puh. So, scannen oder was? Ja. Ein Scan? Okay, ja. So, ich merke, dass ich nicht blocken kann. Gut, wo geht's weiter? Ich kann sie nicht öffnen. Aha, das ist dann. Da komme ich wahrscheinlich zurück. Dann ist offen, wenn ich wiederkomme. So, von wo bin ich jetzt? Kann man nicht vertonen. Ja. Okay, dann schauen wir da weiter. Puh, das war knapp. Oh, da haben wir was zu speichern. Ja, meditieren natürlich. Ich habe keine Reserve Spritzel mehr. Ah, Fähigkeiten. Ja, ja, dann schauen wir gleich. Na, schauen wir gleich. So, was haben wir da? Ja, das. Also, da muss ich zuerst das nehmen, ne? Ja, ich das nehmen. Nach vorne. Das ist gut. Ja, sehr gut. Und dann nehmen wir gleich das nächste da. Genau. Ja.
Sehr schön. Wo geht's weiter? Hier. Na herrlich, ich glaub, ich bin im falschen Film. Bist du Deppert? So, weg mit dir. Hui. Hui, hui, hui. Na klar, sind da noch mehr. Ja, Alter! Wo bist denn du? Aha. Hör auf, wegzulaufen! Warum sollte? Aha. Puh. Okay. Gut, Leute. Die Zeit total übersehen. So geht's dann gleich weiter bei der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Vergesst das Abo, Like und Kommentar und die Glocke nicht, dann verpasst ihr nichts. Tschüss, pfiat euch, Papa. Hörtet, ich bin raus.